Moin erstmal. Eigentlich wollte ich in der letzten Woche viel im Wahlkreis unterwegs sein und mal mit Kulturschaffenden und Gastronomen sprechen, wie sie durch diese Krise kommen. Denn ihr wisst, der Bundestag hat viele Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, aber es hakt überall. Viele Gastronomen, auch in meiner Stammkneipe, die pfeifen aus dem letzten Loch. Viele Kulturschaffende wissen nicht, wie sie durch diese Krise kommen wollen. Und um mal zu gucken, kommt das Geld eigentlich an? Wird das eigentlich abgefordert? Wie kompliziert ist das Antragsverfahren? Haben wir jetzt im Wahlkreis, mein Team und ich, so einen zweiseitigen Umfragebogen gemacht. Der geht seit gestern an ganz viele Kulturschaffende, an Gastronomen und viele andere in meinem Wahlkreis. Und wir wollen einfach mal wissen, wo hakt es? Wo sind die Probleme? Wie überbrückt er die Zeit von der Antragstellung bis zur Auszahlung? Wie ist es überhaupt zu finden, wo ich was für Geld bekomme? Das machen wir jetzt in den nächsten 2 Wochen und dann wollen wir mal gucken, was es für Ergebnisse gibt. Und das wollen wir dann hier in den Bundestag einbringen und thematisieren, um zu gucken, wie man dort besser und zielgenauer kämpfen kann. Denn hier wird sehr viel geredet. Und unsere Idee ist gewesen, wir fragen jetzt mal vor Ort direkt nach. Also das Ergebnis in etwa 10 bis 2 Wochen werden wir euch präsentieren. Alles Weitere findet ihr auch auf meiner Homepage jankorte.de. Dort gibt es auch die Umfragebögen zum Downloaden. In diesem Sinne, wir sind gespannt auf das Ergebnis.